komme ich so nicht hin. Wie ich diesen Warte mal, wie ich das hier bediene? Haben wir das schon rausgekriegt eigentlich? Ich komme nicht von hier aus daran, ne? Ah! Die bewegen sich ja so. Ich dachte, die muss ich erst aktivieren. Okay, ich mach das Rätsel. Ich glaube, ich habe das Rätsel schon gemacht. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Wahrscheinlich müsste es echt fast auf... ja, da muss zwei höher sein, glaube ich, da vor mir. Nee, das war definitiv zu hoch, okay. So. Frage, aber der bringt mich doch nur da oben wieder hoch, oder? Oder bringt er mich ganz woanders hin? Ich bin mir echt nicht sicher gerade. Ach, da war ich doch schon fast dran. Zum Glück ist hier echt ein Speicherpunkt. Das würde ich das, glaube ich, jetzt gar nicht so oft probieren. Die müssen echt anscheinend an gleich. So geht es aber anscheinend nicht. Das habe ich ja eben probiert. Das wollte er auch nicht. So, jetzt komm du noch mal einen hoch. Bitte. Na, muss noch einen hoch. So, jetzt bin ich hier drauf, ja. Aber das hilft mir nicht so wirklich. Ne? Ich meine, ich kann mich jetzt hier draufstellen, ja. Und der bringt mich jetzt darüber, toll. Aber da komme ich doch her. Ja, jetzt bin ich... Das ist ja nun richtig, richtig sinnlos, ne? Der bringt mich dann hier hoch und wenn ich hier rüber latsch... Aber das ist doch normalerweise der Rückweg gewesen, oder nicht? Ich bin mir gerade nicht... Ach, Entschuldigung. Komm ich hier wieder raus. Das ist doch alles Blödsinn. Geh mal hier wieder raus. Das war, glaube ich, auch nur so eine kleine Mini-Mission. Dann hat sie uns halt einen Edelstein gegeben. Und richtig weiter ging es dann tatsächlich hier, ne? Ihr könnt mich alle mal. So, genau, jetzt kommt er hier wieder. Der ist auch ganz schwer zu besiegen. Ja, was machen wir dann jetzt? Ich kann es natürlich nochmal mit diesem Super-Power-Sprint probieren, dann komme ich da hoch. Aber wer ist da ja auch nicht gewesen? Sergeant Bird mache ich auf keinen Fall. Hier, gehen wir nochmal durch. Ja, klappt gut, ne? So. So, habe ich es hier alles frei gemacht. Okay. So, rennen wir da hoch, ne? Also wieder. Da geht's ja wieder in die nächste Welt zurück. Und das will ich ja nicht. Mir fehlt ja in dieser Welt noch ein Ei. Scheiße. Entschuldigung. Aber ich. Das muss ja hier irgendwo sein, verdammt. Wo kann denn das noch sein? Da komme ich ja gerade her. War es dann doch vorher noch? Und wenn, wie weit vorher war es? Wo hätten da noch was sein können? Tja. Also bei dem Rennen da oben ist es, glaube ich, nicht. Au. Arschloch. Geh nochmal zurück. Tja. Was haben wir an? War hier doch nichts mehr, oder? Was war er hier? Ich würde gerne hier durch. Aber das geht anscheinend nicht. Ich komme auch gar nicht mehr ganz hoch. Dafür war ja dieser eine... Okay, dafür war dieser eine
Weg, diese Verbindungstür, die ich geöffnet habe, wahrscheinlich. Muss ich darüber nochmal wieder hin? Wo gibt's hier noch ein Ei? Ja, gut, bevor ich jetzt hier stundenlang rumtüdel. Ich kann natürlich hier nochmal durch den Gang hier gehen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir hier alles haben, oder? Also da ist definitiv nichts. Ich kann hier nochmal alle abklappern, die Gänge. Ob da noch irgendwo ein Ei versteckt sein könnte, aber... Ich glaube nicht, dass da was ist. Wenn ich ehrlich bin. Meine, da habe ich alles. Ja, dann geht's da weiter. Ist hier vielleicht auch ein Eierdieb versteckt da unten? Kann man eben so darauf gehen. Ne, das ist ja nur der ganz normale Eldpunkt da. Also hier scheint nichts weiter zu sein, okay. Dann schnappe ich mir jetzt dieses Ding. Gut gemacht, ja. Toll. Also nochmal. Also ich weiß, dass ich da einen Edelstein gefunden habe. Ob da... glaubst du? Ob da jetzt wirklich auch noch ein Ei war? Ich könnte es jetzt nicht beschwören. Du weißt, da gerade, wo ich eben Stopp gemacht habe, da war, glaube ich, ein Edelstein. Oder ein Stück weiter. Weiß ich nicht hundertprozentig. Wenn ich jetzt wüsste, wo hier das letzte Ei sein könnte, ne? Ach, das habe ich nicht. Ich dachte, da wäre schon. Ich dachte, da hätte ich schon landen können. Dem war aber gar nicht so. Oh. Ja, das war gut. Ich vergesse das immer, dass da vorher so eine kleine Lücke ist, die ich nicht irgendwie richtig wahrnehme. Nicht gern bereit. So. Das muss ich gleich tatsächlich doch nochmal nachgucken. Das nützt ja alles nichts. Wie gesagt, ihr müsst vielleicht nochmal mit Schnitten rechnen. Gerade jetzt in den... Oh mein Gott. In den letzten Bereichen. Hey Spyro, hier drüben. Okay. So. Ich will einfach da oben den Weg nochmal weiter rennen. In diesem Tunnel hier ist, glaube ich, auch keine Wand, die ich einrennen könnte oder so. Och man, das gibt's doch nicht, dass er nicht springt. Hey Spyro, hier drüben. Okay, dann einmal das Ganze. Und so, wieder hier aufladen. Das ist ganz vorsichtig jetzt hier. So. War da was? Nee, da war nichts. Okay, hätte sein können. Das ist nix. Ist ja kein Giftbär. Müsste ich gar nicht laufen dürfen. Ja, darf ich auch. So, jetzt bin ich hier. Wo genau hier ist, weiß ich noch nicht. Ich will da eigentlich jetzt nicht einfach so runterfallen. Das wollte ich gerade vermeiden, Mensch. Ich glaube, dass ich da von da aus vielleicht noch irgendwo hinfliegen kann. Also möglich ist es. Es ist auch gar keine so eine schwere Strecke hier. Und die Vermutung habe ich halt, dass ich zum einen... Ah, ich glaube, das ist nur diese... Das war, glaube ich, nur dieses Podest gerade, wo ich jetzt eben gerade drauf war, wo ich dann von da aus hinfliegen kann. Schauen wir mal. Ja. Ja, ja, da ist gar nichts. Nee, da ist nichts. Ja gut, dann ist da tatsächlich nichts. Das ist jetzt echt ärgerlich. Dann muss ich leider echt mal einen Schnitt machen, glaube ich, Leute. Weil das wird jetzt echt eine ewige Nummer. Ich gucke jetzt mal nach, wo mir dieses blöde Ei in dieser Welt fehlt. Wir schauen mal.
So, Freunde, ich habe jetzt mal nachgeguckt und ich glaube zu wissen, wo uns jetzt ein Ei fehlt. So, dazu muss ich aber jetzt erst noch mal an den Anfang des Levels. Also ich kann jetzt nicht hundertprozentig sagen, dass das Ei ist, was fehlt. Aber mir kam es tatsächlich an der Stelle jetzt unbekannt vor. Also ich glaube, das haben wir noch nicht eingesammelt. Ich will noch mal unseren Shortcut jetzt kriegen. Das heißt, ich muss einen Weg finden. Hier, durch diese eine... Na, hier nicht. Ist das hier lang? Gott, wo ist denn der offizielle Weg raus hier? Genau, ich glaube schon. Wir müssen wieder... Ich habe diesen einen Weg geöffnet, wo ich gesagt habe, oh, was ist das denn für ein neuer Weg? Und da kommen wir an den Anfang zurück. Ich musste mich nochmal in die Gänge, bevor wir runtergefallen sind zu diesem Ältesten. Und da war irgendwo tatsächlich eine Wand. Aber die Wände sehen ja alle ziemlich kaputt aus. Aber eine Wand sah noch brüchiger aus als die anderen Wände. Und da müssen wir tatsächlich rein. Hallo, da müssen wir rein. Oh, hier ist ja ganz schön viel los. Ach, Arschloch. So, bleibt für ewig vereist. Und da war tatsächlich, ja wie gesagt, da ist eine Wand zum Rammen. Und da hat derjenige, bei dem ich das Let's Play geguckt habe, oder das Walkthrough, gerade eben kurz, der hat ein Ei gefunden. Der hat da ein Ei gefunden. Und deswegen will man das. Ich glaube, ich könnte aber auch hier lang. Das ist, glaube ich, genauso gut. Wenn wir hier rauskommen, genau. Welche war denn das jetzt? Welcher Eingang? Ich glaube, der da hinten, ne? Ja, genau. Hier müssen wir runter, glaube ich. Hi. Ha, sieht witzig aus. Genau. Und da war doch diese eine Plattform, wo ich doch gesagt habe, oh, hier ist ja gar nichts. Und dann kam da ja auch ein Fahrstuhl. Wischt er? Ja, ihr wischt. So, ich glaube, ich muss nämlich da rein. Genau. Ja. Hi. Genau. Sehr richtig. Dann war dieser eine Tunnel und dann kam dieser... Genau. Hier müssen wir nochmal auf die Plattform warten. Der bringt uns ja dann zurück. Der Plattform. So, jetzt warten wir eben, bis der wieder da ist. Ich sprühe doch ein paar Fledermäuse an. Und das hätte ich ja gar nicht gesehen, wäre ich nicht hier hochgesprungen und hätte nochmal zurückgeguckt, ne? Auf einmal, ach siehe da, da ist eine Plattform. Und er hält sich sogar fest, das ist sehr nett. So. Hier war jetzt ja dieser Zwischengang zurück. Und ich glaube, genau da, wo wir rausgespawnt werden, da ist irgendwo eine versteckte Wand. Die gilt es jetzt zu finden. Ich hoffe, dass es wirklich die Wand ist. Wo dann das Ei noch nicht von uns geholt. Also es ist eine Schatztruhe dahinter, das kann ich schon mal verraten. Es ist eine Schatztruhe. Es sah zumindest so wie diese Ecke hier aus. Das sieht ja alles ziemlich gleich aus. So sah die Ecke aus. Und irgendwo ist hier das Ei. So, Moment, müssen wir mal gucken. Ja, genau. So ein Bereich. Und eine von diesen Wänden. Eine von diesen Wänden? Ist das richtig? Nee. Ja doch. Hat so ein Geraffel gehabt. Die Frage, muss ich hier noch weiter zurück? Ich muss jetzt leider ein bisschen suchen. Es war so eine Art Ecke. Schon. Ich guck mal hier. Ich muss noch ein bisschen rumlaufen. Aber wir kriegen das hin. Hier ist ja schon der Anfang. Okay, da, so ganz so weit zurück war es, glaube ich, nicht. Also schon ein bisschen weiter. Was tut denn da in der Wand? Genau, ich glaube tatsächlich hier hinten irgendwo. In diesen Gängen. Irgendwo hier war so eine... Ja, das sind ja alles so komische Muster in den Wänden. Und tatsächlich war bei dem einen Muster mehr als nur dieses Muster halt. Sondern zusätzlich halt noch so ein X. So ein, ja, so ein Riss, würde ich mal sagen. Ich meine, das war irgendwo... Na, vielleicht nicht hier, aber auf der anderen Seite vielleicht. Das hat mir als Anhaltspunkt eigentlich schon gereicht. Wenn ich weiß, wonach ich suchen muss, dann geht's ja. Aber wenn ich absolut nicht mal weiß, welcher Bereich das überhaupt sein könnte, wo was versteckt ist, das macht mich halt wahnsinnig. Nun weiß ich ja zumindest, dass es eine Wand ist. Und ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich hier so eine Wand hatte, die ich geöffnet habe. Musste ich leider mal eben aus dem Weg schaffen. So, mal eben hier nochmal öffnen. Stimmt, da war der im Let's Play auch noch durchgegangen. Genau,
Hier war er noch durch. Und hier müsste das gleich hinbekommen, glaube ich. Ja, das kommt mir schon bekannter vor. So, und irgendeiner von diesen kleinen Wänden zwischendurch war es. Oh, Yetis sind hier schon. Das ist eigentlich nicht mehr richtig. Ja, könnte hinkommen. Das sage ich die ganze Zeit, ne? Aber es sieht halt alles so ähnlich aus. Also wenn ich gleich wieder Gefahr laufe, in das Loch reinzufallen, dann mache ich das nicht. Und dann habe ich es verpasst. Meine Güte. Es sieht einfach an. Ja, genau. So war das. Ja. Ja, diese Stelle ist es. Jetzt erkenne ich es wieder. Da müsste doch ein Dicker eigentlich hier unten spawnen jetzt. Noch nicht. Bin ich hier schon vorbeigelaufen? Hier ist irgendwo so eine Wand. Nee, da will ich nicht runter. Also muss es hier irgendwo sein. Hier irgendwo ist jetzt eine Wand. Da. Seht ihr es? Da. Ha! Gefunden. Die habe ich gesucht. Perfekt. Oh, herrlich. Wir haben das letzte Ei. Puh, wir haben auch hier alles gefunden. Sehr schön. Dann Rots Kammer. Haben wir jetzt hier alles? Leute, wir haben auch in dieser Welt alles. Wow. Da muss ich mal eben kurz auf unsere Prozente gucken. Was haben wir denn jetzt? Falscher Knopf. Der war schon richtig. Statusbildschirm muss ich hin, ne? 99%, Leute, ist das geil. Wir haben 80 Eier, 40 Schattenkristalle, 100 Edelsteine. Das war tatsächlich das letzte Ei, was uns gefehlt hat. Wir brauchen jetzt nur noch, in Anführungsstrichen, zu Rot und ihn besiegen. Ja, krass. Wow. Das ist ja der Hammer. Wow. Dann, also wenn ich mich jetzt nicht allzu blöde anstelle, schaffen wir es ja vielleicht gleich sogar noch mit Rot. So, gut, wo bist du denn jetzt hin? Ich will einen Geldsack finden. Hallo, Edelstein. Du machst mir nicht auf, das ist unnett. Muss ich denn jetzt lang, verdammt? Ich will doch nur einen Geldsack finden. Eigentlich egal welcher, ist mir ganz wurscht. Ich muss erstmal wieder zum Anfang der Welt und dann mich in Rots Welt teleportieren. Kann jetzt nicht so schwer sein. Ja, komm, wir runter da. So, wo ist jetzt die Wand zum Hochsprengen? Da. Irgendwie erkenne ich die immer nicht so wirklich. So, schön. Ach, herrlich. Ja, das letzte Ei hat uns jetzt tatsächlich noch ein bisschen aufgehalten. Aber ansonsten finde ich, war diese ganze Prozentaufholjagd jetzt zum Schluss gar nicht so schlimm. Und wenn man ehrlich ist, man kann alles ziemlich gut finden. Bis auf diese... Also das eine war ein bisschen fies, muss ich sagen. Das war ganz am Anfang, was ich euch gezeigt habe, am Anfang der Aufnahmesession. Was mit diesem Schalter versteckt war. Das fand ich schon ein bisschen fies. Moment, jetzt gerade beim Endbosskampf könnt ihr ja dieses extra... Ich habe davon nichts mehr. Ach, habe ich schon gekauft, die extra Gesundheit. Ja gut. Dann nehmen wir noch den mit. Aber jetzt will ich den Teleportpass. Ganz sicher. Was ist denn die Hauptwelt gewesen? Eskimo-Dorf, ne? Halt. Nee. Frostico. Komm ich denn da hin? Eiszitadelle. Frostbeulendorf, da muss ich hin, ja. Genau. Von da aus komme ich mit dem Professor in Rots Welt und dann kann ich mich da zum letzten Punkt teleportieren lassen. Und dann noch das restliche Stück zu Rot rennen. Okay, wo ist der Professor? Falsche Richtung. Genau, da muss ich lang. Hey Spyro, was ist hier? Lass mich zufrieden. Du halt mal an, genau. Perfekt. Nein! Ach gut. Oh, gerade so. Der Professor ist hier? Ja, da ist der Professor. Also seine Maschine zumindest. So. Genau. Und jetzt zur Vulkaninsel. Perfekt. Das ist ja unglaublich. Ehrlich gesagt, als ich eben nachgeguckt habe, wo dieses Ei ist, da war mir gar nicht bewusst, dass das allerletzte ist, was wir suchen müssen. Ich habe gedacht, das kommt noch ein bisschen was. Aber nein, das war der Rest. Das war der Rest. So, wo ist Eltons Verkaufsstand? Auf dem Schiff da oben, ne?
Ich bin im Wasser gelandet. Weil ich wollte jetzt nicht die ganze Welt nochmal durchtouren. Ich wollte jetzt schon mit dem Pasta noch eben hin. Da ist ein Laden. So. Okay, ein Pass. Okay, dann gucken wir mal. Magmafälle, Anfang. Magmafälle, Ende. Dunkle Mine. Rots Labor. Da wollen wir hin, ne? Ja. Und dann ist die Frage, welchen? Da, ne? Ist da oben oder... Ich weiß gar nicht, welcher jetzt. Vorproduktion. Missgeschichte. Dann über die Mitte. Ich weiß nicht, da? Also eine von den dreien und dann bei einem bin ich ja vor... Ich glaube da. Ich gehe mal da dahin. Wenn nicht, das Labor ist jetzt ja nicht so riesig, das kriegen wir schon irgendwie hin. Da war jedenfalls das Tor, was wir öffnen müssen, um zum letzten finalen Kampf zu kommen. Glaub ist richtig. Ach, jetzt geht das wieder los. Ja. Voll fröhlich die Musik hier gerade. Da habe ich den letzten Edelstein kaputt gemacht hier. Genau, das war das. Okay. Jetzt muss ich, ja, ich muss die Schalter jetzt so stellen, dass ich natürlich jetzt bei Rot reinkomme. War das jetzt hier, verdammt? Ich hab da doch einen Spark. Hallo? Ich hab doch da einen roten Spark. Wieso bin ich denn tot? Falsche Richtung. Das ist ja merkwürdig. Du hast mich gerade angeschossen, ne? Arschloch.